Dann müsst ihr mir sagen, wie er geschmeckt hat. Ja, ne? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare, wie euch der Gelee geschmeckt hat. Freunde des Genusses. In dieser Folge geht es um die Zubereitung vom Holunder-Gelee à la Opa. Und brauchen tut man nur die goldene Mitte, nämlich die reife, glänzende Frucht. Mein 91-jähriger Opa hat mir nicht nur, als ich noch Kind war, die Schätze der Natur verraten, sondern heute auch eine ganz bestimmte Rezeptur. 3 Tage in Folge haben wir uns getroffen und Schritt für Schritt diesen wunderbaren Gelee zubereitet. Und das Tolle, ihr seid mit dabei. Guten Morgen, Thomas. Einen wunderschönen guten Morgen, Opa. Vom Pflücken bis zum Genuss. Thomas, hallo. Oh, der steht ja wieder eins. Mein 91-jähriger Opa und ich laden euch von ganzem Herzen ein, dabei zu sein. Und nun wünschen wir euch viel Freude, Speichelfluss und Vergnügen bei dieser Folge von Weigels Wilde Welt. Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Und neben mir sitzt ein Mann, den ihr vielleicht schon kennt. Das ist mein Opa, 91 Jahre alt. Und Opa, was machen wir heute in dieser besonderen Folge? Wir machen Holunder-Gelee. Holunder-Gelee, à la Opa. Jawohl, so wie ich ihn ein Leben lang gemacht habe und eine ganze Jahresration. Super. Und das Schöne ist, Freunde, ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublotti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Das Sommergoldhähnchen. So, Freunde, es geht also los. Wir kochen Holunder-Gelee. Aber Opa, was ist denn jetzt der allererste Schritt? Ja, zuallererst fahren wir jetzt zusammen los, um den Holunder zu pflücken. Ja, alles klar. Also erstmal Holunder pflücken. Ja, und dann starten wir. Alles klar, auf geht's, Opa. Gut. Kofferraum mit alten Decken auslegen, Drahtkörbe rein und schon geht die wilde Fahrt los. Täglich war mein Opa an den Vortagen mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte die Holunderbüsche genau im Auge. Und heute war dann der Tag, an dem wir pflücken konnten. Mit dabei auch noch eine dritte Person. Wer ist das? So, ihr Lieben, wir sind jetzt tatsächlich an der ersten Stelle angekommen, wo wunderbarer Holunder wächst. Und das Schöne ist, mein Cousin, der Hannes, ist heute auch mit dabei. Und jetzt machen wir das zusammen. Winkbar, hallo! Vor dem eigentlichen Pflücken hat Holundermeister Opa die Beeren natürlich aber nochmal genau inspiziert. Erst mit dem Kopf arbeiten, sagt er immer. Unterwegs waren wir an einem absoluten Bilderbuchmorgen. Die Pflückerei beginnt. Mithilfe einer mitgebrachten Hake haben wir die Äste, an denen die besten Früchte hingen, an uns herangezogen. Den Rest erklären die folgenden Bilder. Eine Frage hatte ich aber. So, Opa, jetzt sind wir ja schon fleißig am Pflücken und die Frage, die ihr euch vielleicht jetzt stellt vor dem Bildschirm, worauf muss man genau achten beim Pflücken? Also, die Holunderbeere, die hat es an sich, dass sie, man muss sehr aufpassen, dass sie eine volle Blume hat. Ich darf nicht noch grüne, also überwiegend grüne Früchte haben oder schon welke Früchte. Sowohl das eine, auch das andere ist möglich. Und brauchen tut man nur die goldene Mitte, nämlich die reife, glänzende Frucht. Okay. Und dann hat man, wenn man dann 4 Körbe voll hat, dann hat man alles. Ja, wunderbar. Habt ihr das gehört? Also darauf auf jeden Fall achten. Ja. Und jetzt geht's weiter. Ah, okay. Es geht also um den perfekten Reifegrad der Früchte. Freunde, an dieser Szene seht ihr, dass das auch was mit Sport zu tun hat. Ne? Wir sind jetzt eine Stunde dabei. 2 Körbe sind fast gefüllt, 3 kommen noch. Aber es ist einfach wunderbar. Die Stimmung ist großartig, wird ein warmer Tag. Aber jetzt gerade am frühen Morgen ist alles noch echt ganz, ganz toll auszuhalten und macht einfach nur Spaß. Beim Pflücken könnt ihr die Dolden, wie man es hier gerade sieht, perfekt einfach abbrechen. Natürlich könnt ihr auch eine Schere zur Hilfe nehmen, aber bei uns ging es wunderbar so. Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob man Holunderbeeren auch roh verzehren kann.
Die Antwort ist besser nicht. Die enthalten nämlich das schwache Gift Sambonigrin, ja, und das kann Durchfall hervorrufen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt aber Sonnebeere esse, das sterbe ich nicht von, ja. Sollte man jetzt nur nicht in Übermaße machen. Schmeckt aber schon ein bisschen nach Holunder. Ganze 3,5 Stunden waren wir an diesem wunderschönen Morgen gemeinsam unterwegs. Abgefahren sind wir all die Holundersträucher, die mein Opa im Vorfeld für den besten Holunder-Gelee der Welt auserkoren hatte. Guckt euch das mal bitte an, liebe Freunde. Ein ganzer Korb voller bester Holunder, aber 4 Körbe sind noch leer. Die müssen auch noch gefüllt werden. Das Füllen der restlichen Körbe hat sich zugegebenermaßen dann noch etwas gezogen, weil viele Früchte schon überreif waren. Aber ja, was soll ich sagen? Der Kofferraum füllte sich dann doch mit den besten Beeren. Der Specht. Grünspecht, ja. Da seht ihr sie in vollster Pracht, unsere Ernte. Zu Hause angekommen, hat Opa die Drahtkörbe dann in die Dusche gestellt und mit einer Brause den Holunder gereinigt. Das war Tag 1. Das hat doch bis jetzt alles gut geklappt. Ja, prima. Ne, also darauf zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Prost. Sodele, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 und Schritt 2 der Holunder-Gelee-Herstellung à la Opa ist angebrochen. Und jetzt möchte ich dich fragen, Opa, was steht denn heute an? Also, heute haben wir den Teil 2, der hast du ja schon erwähnt. Mhm. Und der Teil 2, der enthält eigentlich nur den Holunder zu entsaften. Ah ja. Und morgen kommt Teil 3, dann wird der Gelee gemacht. Okay, ja. Aber heute erstmal Teil 2, das heißt Holunder entsaften. Richtig. Super, das ist schön. Ja, und die Leute nehmen wir mit, oder? Ja, natürlich. Ja, super, alles klar. Da freue ich mich drauf. Ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Ja, prima. Bevor es am zweiten Tag dann aber zum eigentlichen Entsaften kam, hat mein Opa noch einen Schritt dazwischen geschoben. Was tut er da und warum? So, jetzt schneide ich die Rispen ab und der Rest der Beeren, die jetzt in Eimer reinfallen, die kommen in den Entsafter. Ah, ja. Und wenn man die Rüsten nicht wegmachen würde, dann der Entsafter wäre immer voll und man hätte keinen Kaumsaft. Und deswegen macht man das. Ah ja, okay. Ja, super. Ich helfe dir jetzt, Opa. Ja. So sieht das dann aus. Mhm. Ja, super. Alles klar. Meditativ und eine ganze Zeit lang saßen wir dann also fröhlich auf der Bank und haben geschnippelt. Und dann war es soweit. Die gewaschenen und frisch geschnittenen Holunderbeeren kamen in den Entsafter. Dazu außerdem ein frisch geriebener Boskop-Apfel. Dieser rundet den eigentlich recht herben Geschmack des Holunders etwas ab. So, liebe Freunde, wir nehmen uns kurz Zeit, um uns einmal diese hochinteressante Apparatur genauer zu betrachten. Ihr habt ja eben mitbekommen, dass wir hier in den oberen Bereich haben wir eben die Holunderbeeren mit dem Boskop-Apfel getan, ja? Und hier unten befindet sich Wasser drin, ja? Dieses Wasser bringen wir jetzt mit Hilfe von Strom zum Kochen. So, was passiert? Das Wasser kocht, Wasserdampf steigt auf. Wasserdampf steigt auf und was passiert hier? Die Beeren und der Boskop-Apfel werden entsaftet. Das Ganze geht hier extrem in den Puck, das werdet ihr später noch sehen. Und was passiert außerdem? Der Saft von den Beeren läuft entlang dieses Schlauches in diesen Eimer. So einfach ist das. Und dann war es soweit. Der Entsafter wurde angemacht und rund eine Dreiviertelstunde später tropfte der erste Holundersaft in den Eimer. Der Eimer füllt sich mit bestem Holundersaft. Ja, schön im Publikum. Nachdem eigenständig kein Holundersaft mehr tropfte bzw. floss, nahm Opa eine eigens gebaute Apparatur zur Hand. Und zwar eine Saftpresse. Mit Liebe und Bedacht hat er sie oben aufgesetzt und gedreht.
Freunde, im Hintergrund seht ihr jetzt meinen Opa, der mit seiner selbstgebauten Saftpresse quasi den letzten Saft aus den Beeren rauspresst. Bis es nachlässt, dann ziehe ich wieder ein bisschen an. Und dann der Schrott kommt weg. Dass das Ganze mehr als hervorragend funktionierte, seht ihr in den folgenden Aufnahmen. Als dann wirklich kein Saft mehr kam, hat mein Opa die Apparatur wieder entfernt. Und das ist dann das, was übrig bleibt. So, ihr Lieben, folgende Situation. Das, was ihr jetzt alles gesehen habt, ja, das machen wir mit den kompletten Holunderbeeren. Dann wird es so sein, dass der Saft über Nacht in den Kühlschrank kommt. Ne? Richtig. Und morgen sehen wir uns wieder zum eigentlichen Gelee kochen. Jawohl, genau so ist es. Und da nehmen wir euch auch mit, oder? Ja. Sehen wir uns wieder. Alles klar, dann bis morgen, ne? Tschüss. Tschüss. So, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Der dritte Tag der Gelee-Produktion à la Opa, sag ich mal, ist angebrochen. Und mal wieder die Frage an dich, Opa, was machen wir denn heute? Heute, am dritten Tag, machen wir den Abschluss und den Gelee kochen wir heute. Das ist und großartig. Und füllen den ab in Gläser. Toll. Und ihr, genau ihr, ja. Ihr seid wieder mit dabei. Jawohl. Viel Spaß. Ja. 9 Liter Holundersaft der Spitzenklasse sind bei der Entsaftungsaktion herausgekommen. Immer 1,5 Liter davon werden jetzt in einem Durchgang davon in den Kochtopf gegeben. Opa, so jetzt hast du den Saft hier schon reingegossen und jetzt kommt der Gelierzucker dazu. Jawohl. In was für einem Verhältnis? In ein 1,5 Liter Saft kommen jetzt 2 Kilo Zucker dazu. Ah, okay. Zusätzlich zu dem Gelierzucker kommt auch noch der Saft einer ganzen Zitrone mit dazu. Dieser gibt dem Gelee nicht nur eine saure Note, sondern fördert auch den Geliervorgang des Gelees. Freunde, ihr habt das ja mitbekommen. Also, Holundersaft ist drin, Zucker ist drin, Gelierzucker und Zitrone. Und jetzt wird der Reaktor angeschmissen. Feierlich wurde also der Hebel umgelegt und der eigentliche und hauptsächliche Vorgang der Zubereitung vom Holundergelee à la Opa begann. Ganz wichtig, wenn der Gelee anfängt zu kochen, genau 5 Minuten warten und rühren. Das ständige Rühren, die Frucht kommt nicht hoch. Das kann nicht überlaufen durch das Rühren. Ah ja, okay. Nach den 5 Minuten füllten wir den Gelee in einen Messbecher. So, jetzt rühren wir das da rein, aber nur halb voll, ne? Ach, ruhig, dreiviertel. Oh, man hört schon, wie das geliert. Also wie das... So, jetzt lass es gut sein. Wir kommen gleich wieder. Ich stelle es wieder drauf. Mit Liebe und Bedacht hat mein Opa dann den Gelee in die von meiner Mutter ebenfalls mit Liebe und Bedacht gespülten Marmeladengläser eingefüllt. Für alle Beteiligten der Zubereitung vom Holundergelee à la Opa ein ganz toller Moment. Opa macht die Gläser jetzt randvoll, ja, damit wir so umdrehen können und somit der Gelee auch haltbar wird. Weil dadurch ist dann keine Luft im Glas und deswegen kann man den übernächstes Jahr zu Weihnachten noch essen. Wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst... Sehr gut, Thomas. Ne, habe ich das richtig gesagt? Siehst du, so. Habt ihr das verstanden? Sehr genau. So, und dies ist jetzt der Rest von unserem ganzen Gelee-Kram, den wir vorbereitet und jetzt sehen Sie, also das ist also die Spitze. Es ist das Ganze, was wir abgezogen haben, das ist alles hervorragend gelaufen. Also bitte. So, Freunde, der Gelee ist jetzt also abgefüllt. Ich muss aufpassen, dass ich den hier runterschmeiße. Jetzt kommen die Deckel drauf. Ja? Jetzt 36 Gläser. 36 Gläser bei 9 Liter Saft. Wahnsinn, großartig. Und jetzt kommen die Deckel drauf. So, fertig. Sehr gut.
Nachdem mein Opa die Deckel auf die Gläser hinaufgeschraubt hatte, dreht er die Gläser um. Zum einen werden die Gläser dadurch verdichtet und zum anderen restliche Keime im Deckel abgetötet. Und hier seht ihr sie, 42 Gläser Holunder-Gelee à la Opa. So, mein lieber Opa, jetzt haben wir 3 Tage damit verbracht und haben den Holunder-Gelee à la Opa gekocht. Und es war einfach wunderbar. Kannst du noch mal sagen, wir waren jetzt 3 Tage zusammen unterwegs. Was haben wir an diesen 3 Tagen gemacht? So, das ist ganz einfach. Den ersten Tag haben wir gepflückt und die gepflückten Früchte in Bratkörbe reingepackt und dann in die Dusche zum Reinigen. Bewusst Drahtkörbe. Ja. Und der zweite Tag, das waren die Früchte die Stiele von den Früchten mit der Schere abtrennen. Ja. Und entsaften. Und entsaften. Das war der zweite Tag. Das war der zweite Tag. Und der dritte Tag, war heute, und zwar den Gelee kochen. Und das ist die Krönung von der ganzen Sache. Und was dabei herausgekommen ist, das können Sie bitte alles sehen. Ja, wunderbar, Opa. Es hat mir Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich total auf die Verkostung. Denn wir werden uns jetzt die Tage treffen und zusammen frühstücken. Und euch natürlich mitnehmen, wenn wir unseren frisch gemachten Holunder-Gelee Und essen. Dann müsst ihr mir sagen, wie er geschmeckt hat. Ja, ne? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare, wie euch der Gelee geschmeckt hat. Opa, ich bedanke mich für die schönen Tage und wir sehen uns dann zum Frühstück wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis zum Frühstück. Ciao. Yes. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch von Herzen. Es ist ein Sonntagmorgen, 8 Uhr. Und wir gemeinsam gehen jetzt frühstücken bei Opa. Kommt mit. Guten Morgen, Thomas. Einen wunderschönen guten Morgen, Opa. Kann ich was mit fragen? Nein, alles gut. Grüß dich. Wir gehen jetzt frühstücken. Wunderbar, ich freue mich. Lass ihn mal rein, bitte. Wie immer, wenn ich meinen lieben Opa zum Frühstück besuche, war die Tafel wunderbar gedeckt. Nebst Blumenstrauß und Kerze natürlich auch unser Holunder-Gelee. Aber ist er was geworden? Thomas, hallo! Oh, der steht ja wie eine Eins! Guck mal, ich kann meinen Kopf halten! Super! Und ihr seid live dabei! Sehr schön! Das ist ein Wunder! Toll! Also, es ist kein Wunder, aber es ist immer eine Überraschung. Es ist immer schön. Die nächsten Aufnahmen sprechen für sich. Ein glücklicher Opa. Oh, toll. Toll. So, bitteschön, jetzt macht ihr auch eins. Mhm. So, und dieses Zeremoniell, das mache ich, wenn ich gesund bleibe, ein ganzes Jahr, bis das letzte Glas geleert ist. Und wir haben reichlich, ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Das hoffen wir alle auch, Opa. Ja. Von ganzem Herzen. Ich glaube, die Leute, die uns gerade zugucken, die sind solche Fans von dir und die wünschen dir auch immer alles Gute. Also, das und jetzt wünsche ich dir auch guten Appetit. Dankeschön. Der Moment ist da. Guten Appetit. Mmh. 1A, Opa. Super. Wunderbar. Wollt ihr auch ein Stück? Schon vor einigen Jahren hat mein 91-jähriger Opa die genaue Rezeptur schriftlich festgehalten. Begleitet durch Fotos, sodass auch seine Nachwelt diesen tollen Holunder-Gelee à la Opa zubereiten kann. Danke. Liebe Freunde, das war Holunder-Gelee à la Opa. Vom Beerenpflücken bis zum Verspeisen. Und Opa, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich das mit dir erleben durfte und machen durfte. Und der Dank, der liegt ganz auf meiner Seite. Ich bin der glücklichste Mensch mit solchen schönen Überraschungen. Das ist toll. Und das Schöne ist, Opa, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Leute da draußen, haben wir mitgenommen
Und vielleicht freuen die sich gerade genauso über den Gelee, so wie und wir. Und das hoffe ich. Ne? Genau. Das hoffe ich. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Grundsätzlich gilt, das möchte ich euch noch sagen. Wenn euch der Kanal gefällt, lasst gern ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Macht's gut. Und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Tschüss und danke. Ah. Tschüss.